Servus und ein Hallo, hier ist Manfred, der Waldläufer. Während eines längeren Telefonates mit meiner Schwester kamen wir auf die Idee, ganz spontan ein paar Tage campen zu gehen. Irgendwo, wo es ein wenig wärmer und schöner ist. Zack, gesagt, getan. Grobe Route ausgesucht, Bodensee über Liechtenstein in die Berge Richtung Südtirol. Wenn du Lust hast, begleite uns auf dieser Campingtour. Hi, ich befinde mich in der Gegend von Mötzingen. Das Wetter ist recht warm. Gerade eben waren es 20 Grad laut Auto, jetzt momentan nur noch 18. Nur also 70-80% bewölkt, würde ich mal sagen. Aber recht warm eben. Okay, gutes Wetter, passt. Jetzt geht's los. One, two, three, four. Ja, werde jetzt so ungefähr eine gute Stunde fahren. Werde dann bei Konstanz über die Grenze gehen, in die Schweiz. Und hier sieht es gerade nach Stau aus. Das war natürlich nicht so einkalkuliert. Ja, ist Gott sei Dank nur Baustelle. Ich komme also im Schritttempo voran. Naja, ich denke, das geht. Hier vorne scheint schon die Baustelle zu Ende zu sein. Naja, ein sehr unbekanntes Wetter hier in Deutschland. Und laut Wetterbericht, mag man ihm glauben, wird es ja überall morgen grundsätzlich wesentlich besser. Ich finde jetzt auch Regen nicht ganz so schlimm, solange es nicht runterschüttet ohne Ende. Hauptsache, es ist warm. Etwa 14 Uhr. Und hier auf der Autobahn kann man recht gemütlich fahren. Ist nicht ganz so viel los. Macht Spaß. Jetzt sind es noch ungefähr 40 Kilometer bis nach Singen. Das Wetter klärt langsam auf. So, jetzt bin ich kurz vor Singen. Da gibt es übrigens auch eine wunderschöne Burgruine. Sehr, sehr lohnenswert zum Anschauen. Die ist heftig groß. Ja, vom Wetter her hat sich noch nicht viel geändert, aber spielt auch keine Rolle. Hauptsache, die Autobahnen sind trocken. Dann macht es schon Spaß zu fahren. So, jetzt muss ich hier ab. Hier sieht man jetzt schon den Bodensee. Das ist wirklich schon eine ganz tolle Gegend. So, jetzt sind wir in der Schweiz. Kurz ausgeruht, Kaffee und los geht's. Ich fahre am liebsten in der Nacht, zumindest wenn die Straßen trocken sind. Da hat man mehr Ruhe auf den Straßen und mit Glück kann man dann den Sonnenaufgang bei einem Frühstück in den Bergen genießen. So, jetzt ist 3.22 Uhr und es hat 14 Grad. Das sieht gut aus. Denk mal, es wird schön werden. Jetzt geht's Richtung Liechtenstein und dann ab in die Berge. Hier gibt es den Appenzeller Käse. 40. Jetzt geht's gleich nach Liechtenstein rein. So wie es ausschaut, kommt der gleich ein Zug. Sieht die Gegend schon mal wesentlich interessanter aus. Ja, 8 Grad.
dachte mir, da oben in den Bergen gemütlich einen Kaffee kochen und frühstücken. Aber das war einfach viel zu kalt, zu nass und vor allem viel zu windig. Wunderschön. Aber 7 Grad, das ist uns jetzt zu frostig. Eigentlich dachten wir hier so einen Kaffee machen. Ein Köcherle. Nee, das wird zu kalt. Es ist einfach wunderschön. Der Bach, türkisfarben, die grünen Wiesen, die braunen Kühe. Da haben wir einen wunderschönen Campingplatz erwischt in Mals. Das ist ca. 50 Kilometer westlich von Meran. Allerdings leider sehr, sehr windig. Zelt aufgeschlagen, ich selbst werde aber erstmalig probieren, im Auto zu schlafen. Den Fahrersitz nach vorn, dann habe ich hinten der ganzen Länge nach Platz. Das könnte richtig gemütlich werden. Hatte mich auf warmes Wetter gefreut, aber im Moment mussten wir mit Thermojacke rumsitzen. Zeitweise, wenn die Sonne rauskam, konnte man es allerdings vor Hitze nicht aushalten. Aber der eiskalte Wind war das eigentliche Problem. Pfeffer. Paprika. Und Curry hier raus. Habe ich das auch noch nie gemacht. Ich probiere es mal. Gute Nacht, Leute. Bis morgen. Nach einem tollen Frühstück schnitzte ich etwas an meinem Waldläuferstock weiter. Das hat mir wieder viel Spaß und Entspannung gegeben. Guck mal, hochgeflogen. Der Campingplatz als solches war wunderschön. Saubere Sanitäranlagen, klasse Service und tolle Stellplätze. Für den Platz zahlten wir komplett 36 Euro pro Tag. Auch konnte man Brötchen bestellen, die man morgens dann abholen konnte. Fahrkarten für Zug und Bus waren kostenlos. Das nutzten wir. Schließlich mussten wir gerade mal 50 Meter zum Bahnhof laufen. So fuhren wir nach Meran. Das dauerte etwa 1,5 Stunden. Es hat sich rentiert, denn dort hatten wir richtig schönes, warmes Sommerwetter und eine fantastische, gute Pizza gegessen. Auf der Strecke dahin schauten wir uns noch das eine oder andere Örtchen an. Thank you.
Eier. Zwischendurch schnitzte ich immer wieder mal am Waldläuferstock weiter. Wir stiegen in einen Bus, ohne zu wissen, wo der eigentlich hinfährt. Eine aufregende Fahrt, man musste sich extrem gut festhalten, um nicht umherzufliegen. So kamen wir nach Burgeis, ein sehr hübsches Dorf. Tja, der Wind hörte einfach nicht auf. Das nervte irgendwann. Also, ab nach Hause. Die ganze liebe Fahrt hindurch gab es Regen und natürlich Kälte. Das war nicht so die Idee. Vor unserer Ankunft hieß es, dass es vor ein paar Tagen noch super Wetter gab. Und wieder mal hieß es bei der Abreise, dass es nächste Woche tolles Wetter geben soll. Ja, toll, ganz klasse. Aber so ähnlich ging es mir schon so oft. Dabei möchte ich doch nur mal mit T-Shirt und kurzer Hose spätabends im Freien Wein trinken können, ohne frieren zu müssen. Liebe Grüße, Manfred, der Waldläufer, der auf der Suche nach schönem Sommerwetter ist.